Ich freue mich heute ganz besonders und es gibt dafür zwei Gründe. Und zum einen habe ich meine liebe Freundin Josephine hier im Podcast zu Besuch und zum zweiten machen wir das erste Mal ein Podcast-Interview, seit es die Mama Akademie gibt, vor Ort. Das heißt, Josephine und ich sitzen heute gemeinsam vor dem Mikrofon und bei einem Gläschen Wein. Und es ist einfach was ganz Besonderes, mal wieder nicht zu nehmen, sondern tatsächlich vor Ort. Und das Thema heute wird sein, ja, wie ist Josephine mit ihrer Geburt umgegangen? Wie hat Josephine sich auf ihre Geburt vorbereitet? Denn Josephine hatte einen geplanten Kaiserschnitt. Und ich weiß, dass auch aus unserer Community schon da viele Nachfragen gekommen sind. Wie kann ich mich auf einen Kaiserschnitt vorbereiten und ob wir dazu auch mal mehr Informationen geben können? Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Josephine ihre Erfahrungen heute mit dir, mit uns teilt. Und ja, Josephine und ich haben uns in unserer Yogalehrerausbildung tatsächlich vor schon 3 Jahren kennengelernt, haben auch schon gemeinsam Yoga-Retreats geleitet. Und deswegen bin ich auch schon ganz gespannt, was Josephine heute erzählen wird, wie sie sich mit Yoga auf ihre Geburt vorbereitet hat. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole, eine Ärztin, 2 Mamas und 3 Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen. Hallo Josephine. Hallo. Ja, Josephine, wir fangen doch einfach mal an. Dein Sohn hat ja letzte Woche seinen ersten Geburtstag gefeiert und da sind bei dir wahrscheinlich auch noch mal so ein bisschen die Gedanken aufgekommen zu deiner Geburt, wie das damals war, wie das losgegangen ist, wie du vielleicht deinen Sohn das erste Mal in den Arm gehalten hast. Und ja, vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, wenn du jetzt an deine Geburt zurückdenkst, ja, was da für Gefühle in dir hochkommen. Oh. Also tatsächlich, das stimmt. Ich habe auch, wir sitzen gerade vor der Bilderwand, die ich zum ersten Geburtstag meines Sohnes gemacht habe. Und da habe ich auch ganz groß ein Bild, unser erstes Selfie aus dem OP-Saal aufgehängt. Für mich ist das ein ganz besonderes Bild und ja, tatsächlich auch, weil für mich ist das trotzdem eine Geburt. Auch viele beschreiben ja einen Kaiserschnitt als OP und nicht als Geburt. Für mich war es trotzdem eine Geburt. Und was kann ich noch erzählen dazu? Ich, ja, ich fand es einfach wunderbar und ich bereue den Kaiserschnitt auch nicht, aber dazu erzählen wir bestimmt noch mehr. Ja. Genau, kannst ja mal erzählen. Das war ja ein geplanter Kaiserschnitt und es ging ja auch geplant los, oder? Es sind ja keine Wehen eingetreten, sondern er kam ja dann tatsächlich auch zum geplanten Tag sozusagen. Ja, wie war das für dich? Wie kam es dazu, dass es ein geplanter Kaiserschnitt geworden ist? Genau, also es ist tatsächlich so, dass schon bevor ich schwanger war, ich manchmal gedacht habe, wenn ich mal ein Baby bekomme, dann kommt das per Kaiserschnitt. Dann habe ich allerdings ganz viel mit Freundinnen gesprochen und manche Freundinnen haben die Geburt wirklich als magische Erfahrung beschrieben. Was ich super schön finde, haben mir von sehr positiven Erfahrungen aus dem Krankenhaus, wo ich auch entbinden wollte, erzählt, so dass ich dann ganz viele Hypnobirthing-Bücher und Audiobooks gelesen habe. Du hast mir auch, also Rike hat mir auch zum Beispiel die friedliche Geburt, ne, empfohlen. Und also ich habe mich intensiv vorbereitet, habe auch einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Ich habe einen Hypnobirthing-Yoga-Kurs in London gemacht. Das war der Vorteil durch Corona. Ich konnte über Zoom in London noch einen Geburtsvorbereitungskurs machen. Ich habe mich mega empowered gefühlt. Ich dachte, wow, jetzt bin ich echt bereit. Ich habe schon zu meinem Mann gesagt, ich möchte am liebsten eine Hausgeburt in einem Whirlpool, so richtig, so wie bei Instagram. Ich dachte also von gar nicht auf ganz, auch ohne Schmerzmittel, also so richtig,
Ja, schon fast. Wie kann man ein bisschen perfekt. Auf den Wellen geritten irgendwie. Ja, also ich war da ganz positiv. So, und dann war es aber so, dass bei den Untersuchungen immer gesagt wurde, er ist schon, also nee, er war nicht, weil wir haben uns überraschen lassen, sondern die Ärztin hat immer gesagt, es ist schon sehr groß. Und das hat mich ziemlich verunsichert. Und dann habe ich irgendwann gefragt, was heißt denn sehr groß? Und dann hat sie gesagt, ja, sie sollten vielleicht doch lieber nochmal ins Krankenhaus gehen, das überprüfen lassen mit dem Ultraschall. Und das war, ich möchte sagen, so 12 Tage vor dem errechneten Termin, 12, 14 Tage. Und dort hatte die Ärztin dann gesagt, sie denkt eigentlich, dass es ganz normal groß ist, aber dass natürlich man es nicht 100% weiß. Und dann habe ich leider angefangen zu googeln, weil auf meinem Überweisungsschein stand Makrosomie, Verdacht auf Makrosomie, also Großwuchs beim Baby. Und da standen solche Dinge wie, kann zum Beckenbruch der Mutter führen oder zum Schulterbruch des Babys. Natürlich, dass die Herztöne abfallen und man dann, weil das Baby dann schon zu weit gesunken ist, dann das mit dem Kristallergriff, weiß nicht, ob du das erklären möchtest, also wo das Baby so nach unten gedrückt wird, so habe ich das Ja, verstanden. genau, wo man dem Baby einfach mithilft am Ende, Ja. dann von außen, das heißt oben auf dem, das Baby umgreift und dann mit rausdrückt quasi, Davon genau. habe ich nur Stimmsange. Saugglocke und Zangengeburt. Und jetzt, ich möchte, dass das, das mir ist wichtig, dass niemand das jetzt als Angriff versteht, sondern manche Geburten verlangen besondere Umstände und dann ist das so. Aber wenn man das vorher schon irgendwie als Gefahr sieht, dann, also ich konnte einfach psychisch irgendwie. War ich mir nicht so sicher, ob ich das schaffe. So, und die Ärztin im Krankenhaus hat aber gesagt, da der errechnete Termin schon in 12 Tagen ist, würden wir ihn übermorgen holen. Und das war also, ich musste mich dort entscheiden. Ich konnte auch keine Nacht mehr drüber schlafen. Sie hat gesagt, sie können den Termin wieder absagen, wenn sie möchten, aber wir müssen den jetzt erstmal eintragen. Und dann kommen sie morgen um. Alle Untersuchungen, man macht dann solche Genau, Voruntersuchungen. ja. Dieser Termin hat übrigens 4 Stunden gedauert, wo einem von mehreren Ärzten und Anästhesieärzten die Nebenwirkungen erklärt werden. Und da bin ich dann nach Hause gelaufen mit meinem Mann und war mir nicht mehr so sicher, ob ich das möchte. Da hatte ich dann wieder ein bisschen Angst vor dem Kaiserschnitt. Aber. Ich habe dann gedacht, es ist besser, einen geplanten, also für mich persönlich, weil es ist eine sehr persönliche Sache, war es besser, einen geplanten Kaiserschnitt zu haben, als unter der Geburt, dass dann doch die Dinge eintreffen, die ich befürchte, und dann wird es ein Kaiserschnitt. Und ich habe es ganz lang versucht und habe dann, ich glaube, psychisch wäre es für mich schwerer gewesen, wenn die Herztöne abfallen und ich Angst bekomme, als wenn ich gleich weiß, er kommt Freitag Ja, und das vormittags. ist ja auch einfach total wichtig, sich auch positiv auf die Geburt einzustellen, um dann auch mit allem umgehen zu können, ne? Und wenn man schon mit einem negativen Gefühl oder mit Angst in die Geburt reingeht, wir hatten da ja auch letzte Woche schon drüber gesprochen, ist es natürlich, kann das den Geburtsverlauf verzögern, kann auch die Komplikationen, das Risiko für Komplikationen erhöhen und ja, wird dann also für die Geburt ja einfach für den Geburtsverlauf auch ja, wird schwieriger werden und für die Mutter sowieso. Und ich meine, das ist ja dann auch oft dann mit Versagensgefühlen verbunden oder Schuldgefühlen, dass du dann sagst, ja, ich habe es ja vorher eigentlich schon gewusst. Und von dem her, und was ich aber total krass finde, das wusste ich auch gar nicht so, dass das tatsächlich innerhalb von einem Tag entschieden werden musste, weil es schon so spät war vor dem Entbindungstermin. Das heißt ja, bei einem geplanten Kaiserschnitt, es ist immer einfacher für die Operateure natürlich an der Gebärmutter zu operieren, die noch keine Wehen erfahren hat, die nicht unter Spannung steht. Also das heißt, man nennt das ja auch primären Kaiserschnitt, wenn es wirklich geplant ist und dann auch bevor die Geburt eingetreten ist. Deswegen macht man es ja auch normalerweise so ungefähr 7 Tage vor Termin, in der Hoffnung, dass eben dann noch keine Wehen losgegangen sind.
Und in dem Fall haben sie es dir ja dann auch so empfohlen, um dann einfach die mögliche Komplikation oder das Risiko für Komplikationen möglichst niedrig zu halten beim Kaiserschnitt. Und das ist natürlich, das ist ja schon eine krasse Entscheidung, die du da treffen musstest in so kurzer Zeit. Vor allem, wenn du dich ja schon lange eigentlich damit auseinandergesetzt hattest und ja, wahnsinnig. Und das heißt, du hast dich eigentlich während der Geburt, während der Schwangerschaft auf eine normale Geburt vorbereitet oder auch am Anfang noch auf einen Kaiserschnitt eigentlich, weil das so dein Wunschgedanke war? Ich kann mich schon erinnern, dass ich mit Freundinnen, auch mit Kolleginnen darüber gesprochen habe, dass ich einen Kaiserschnitt in Erwägung ziehe. Und dann haben mir halt manche erzählt von ihren positiven Geburtserfahrungen, wollten mich motivieren. Und final habe ich mich auf eine natürliche Geburt vorbereitet. Dann dachte ich auch, weil ich wirklich hatte eine sehr unkomplizierte und sehr schöne Schwangerschaft. Ich hatte keinerlei Beschwerden, also geringfügig, nicht erwähnenswert. Ich hatte wirklich Glück. Und ich war super fit. Ich habe jeden Tag fast Yoga gemacht bis zur Geburt, also bis zum Tag vor der Geburt tatsächlich, also vor dem Kaiserschnitt. Ich habe mich super, super fit gefühlt. Und körperlich wäre ich, glaube ich, schon dazu in der Lage gewesen. Aber ich bin ja sehr schmal und ich hatte den Gedanken, ein sehr großes Kind, also ausgerechnet war er über 4 Kilo teilweise. Und da, das hat mir einfach schon ein bisschen Angst gemacht. Aber ja, wie gesagt, dann mit dem Gedanken, den Kaiserschnitt zu haben, habe ich mich anfreunden können, weil ich dann nochmal recherchiert habe und einfach dachte, für mich ist das jetzt die richtige Entscheidung. Sie fühlt sich sicherer an. Es ist ein bisschen berechenbarer, klar. Auch wenn einem viele von vielen Nebenwirkungen erzählt wird, das ist nicht zu unterschätzen. Und ich muss auch sagen, die Woche nach dem Kaiserschnitt ist wirklich hart. Mhm. Es ist nicht the easy way out, wie manche sagen. Ja, das habe ich auch. Die Erfahrung habe ich auch oft gemacht. Und auch wenn ich Frauen darüber aufgeklärt habe, wenn es einen Wunschkaiserschnitt gab, dass man das auch einfach sich immer noch mal wieder bewusst macht, dass das natürlich eine Bauchoperation ist. Und der Schnitt, den man ja dann von außen sieht, du hast mir ja eben auch deine Narbe gezeigt, die ja echt total schön verheilt ist, eben aber nicht die gesamte Wundfläche eigentlich widerspiegelt. Ne? Also dieser kleine Schnitt, der dann oft ja schon nach der Geburt sehr, sehr gut aussieht auch und sehr blutarm ist, sage ich mal, ist ja nicht das, was innen im Körper auch noch heilen muss. Und ja, auch natürlich die ersten Tage, wo man sich nicht so viel bewegen kann, auch der Umgang dann mit dem Baby ist ja dann auch erschwert. Wie hast du das denn erlebt? Also stimmt, ja. Also wir hatten wirklich großes Glück, weil es war es war während des ersten Lockdowns, wobei, also so in der Übergangsphase, die Restaurants hatten gerade wieder geöffnet, also im Ende Mai letzten Jahres. Da durfte mein Mann dann schon wieder mit ins Krankenhaus und wir haben auch ein Privatzimmer bekommen und er musste ihn hochheben, mir geben auf ein Kissen. Er musste mich auch höher stellen und dann konnte ich stillen. Ohne meinen Mann hätte ich ihn nachts abgeben müssen und tagsüber auch immer eine Klingel klingeln. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das geht, aber ich weiß es von Freundinnen, dass das dann so wäre. Ich fand es super schön so und mein Mann konnte so eine ganz besondere Bindung zu unserem Sohn aufbauen, wie ich auch, weil er hat ihn mir ja immer gegeben. Aber ich konnte natürlich nicht ihn wickeln. Ich habe ihn im Krankenhaus, glaube ich, nur einmal gewickelt. Ich konnte erst 2 Nächte nach der Geburt richtig aufstehen und laufen. Ja, das ist ja schon auch nochmal anders. Wie war es denn im OP? Konntest du ihn dann, obwohl ich sehe es ja hier gerade schon auf dem Bild, du konntest ihn ja dann auch im OP schon, deinen Sohn dann ja schon auch auf die Brust legen. Wie hast du so die ersten Stunden nach der Geburt empfunden? Hast du da so dieses für dich vielleicht auch gewünschte Bonding machen können oder hat dein Mann das gemacht? Oder? Ja, also da war es tatsächlich auch gut, dass ich mich wirklich gut informiert habe. Also ich hatte viel gelesen und hatte mir vorgenommen, ich möchte dass ihm nicht kalt wird, dass es nicht zu hell ist im OP, aber es muss natürlich hell sein, aber dass er ein bisschen vom Licht geschützt wird. Ich habe ihm immer versucht, die Augen dann zuzuhalten, denn er wurde mir direkt auf die Brust gelegt. Ich hatte bei den Vorgesprächen die Ärzte gefragt, wie das abläuft, ob das Baby nochmal zu mir auf die Brust gelegt werden kann, ob ich versuchen kann, gleich zu stillen.
Mein Mann fragte, ob er ob er die Nabelschnur durchtrennen kann. Da hatte der Arzt gelacht und gesagt, nee, also das Baby wird ja mitsamt allem rausgehoben, aber und wir durchtrennen das, aber er konnte symbolisch nochmal sie durchschneiden. Das machen die wirklich ganz schön, fand ich. Und er wurde mir direkt auf die Brust gelegt und mir kam es auch ziemlich lang vor, wie wir dort waren, aber mir wurde gesagt, es ist zu kalt im OP-Raum, also es waren vielleicht 5 Minuten, aber es kam mir durchaus länger vor. Ich habe nicht versucht zu stillen, aber ich glaube, das war aus Aufregung. Ich habe da gar nicht dann mehr dran gedacht. Aber stillen hat problemlos bei mir funktioniert. Also es kann so oder so laufen, sicher wie immer, aber es kann auch bei einem Kaiserschnitt, wir konnten von Anfang an super gut stillen. Ja, das ist schön. Ich finde, das ist einfach auch total wichtig, dass man sich darüber im Vorfeld auch schon Gedanken macht und sich vielleicht auch einfach mal überlegt, wie soll das für mich ablaufen, und vielleicht eben auch, wie du es gemacht hast, mit dem Personal vor Ort spricht und auch da sich nochmal erklären lässt, wie läuft das ab, vielleicht auch schon natürlich bei der Aufklärung und dann sich vielleicht auch überlegt, okay, wer kann mich unterstützen, wie du es jetzt mit deinem Mann hattest, aber auch wenn man vielleicht nicht das Glück hatte mit dem Elternzimmer, dass dann auch das Stillen wirklich gut funktioniert, indem das Kind auch oft genug angelegt wird, weil man ja nicht selber sich das Kind schnappen kann oder vielleicht immer Hilfe braucht, dass man da dann, wenn man stillen möchte nach dem Kaiserschnitt, sich einfach vorher auch schon überlegt, wie kann ich mir da vielleicht Hilfe einholen, wie soll das funktionieren, weil natürlich nicht, leider ist es so im Gesundheitssystem, die Schwestern sind häufig auch überlastet, haben zu viele Patienten, als dass sie sich da ausreichend immer kümmern können, dass man da wirklich sich dann schon genau das überlegt und auch die Ansprüche stellt, dass das Stillen danach auch wirklich gut klappt. Und dann würde ich gerne noch mal von dir wissen, wie hast du dich denn auf deine Geburt vorbereitet? Also ich weiß ja mit Yoga, ich kenne dich ja auch ein bisschen, aber was vielleicht magst du darüber noch mal erzählen? Wie hat dir Yoga geholfen in deiner Geburtsvorbereitung? Ja, also wir haben ja die Ausbildung zusammen gemacht und ich habe danach noch die Fortbildung für Schwangeren-Yoga und Postnatal-Yoga gemacht und habe dann auch Schwangeren-Yoga, als ich selbst schwanger war, unterrichtet. Was definitiv auch einen vorbereitet, weil man bekommt mit, wie es den anderen geht. Dann die Atmosphäre ist ganz anders mit anderen Schwangeren. Ich habe eben Hypnobirthing-Bücher gelesen und gehört und einen Hypnobirthing-Kurs gemacht. Da lernt man, ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal gesprochen habt, da lernt man so Atemtechniken, auch Selbstmeditation. Das hört sich jetzt aber vielleicht noch abgefahrener an, als es ist. Man kann das so umsetzen, wie man das selbst möchte. Und ich hatte die Atemtechniken auf jeden Fall geübt und dass man einfach bei sich bleibt und ruhig bleibt und sich vielleicht einen Plan macht. Aber wenn der Plan, wenn die Umstände es verlangen, dass man vom Plan abweicht, dass das auch okay ist. Ich glaube, wenn man sich zu sehr auf einen Plan festlegt, wie zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt super festgelegt wäre auf Wassergeburt und das war ich zwischendurch, wollte ich das gerne. Und dann wird es ein Kaiserschnitt, dann, dass man schafft, sein Mindset einfach darauf vorzubereiten, dass das dann auch okay ist, dass man, ja. Ich habe Yoga-Übungen gemacht, die vor allem für eine natürliche Geburt einen vorbereiten, weil ich es ja erst kurz vorher wusste. Und da habe ich dann, klar, mit der Dammmassage habe ich aufgehört. Das auf jeden Fall. Aber ich habe sonst eigentlich alles weitergeführt, habe die Atemtechniken weitergeübt, Yoga gemacht. Und es ist ja so, du wirst in den OP-Saal gefahren und ich, Klopf auf Holz, hatte noch keine OP vorher. Es sind wahnsinnig viele Menschen um einen rum. Also schon in der Vorbereitung zum OP und im OP, also weiß nicht, 10 Personen oder mehr. Alle lehnen sich über dich, du liegst ja auf dem Rücken, alle lehnen sich über dich und sagen dir, ich bin Steffi, die Hebamme, und ich bin die Anästhesieärztin 1 und ich bin die Anästhesieärztin 2. Das kann einen schon sehr nervös machen, wenn man nicht bei sich bleibt. Und es war für mich auch ganz komisch, auf dem Rücken zu liegen, weil man von Anfang an, ab der 20. Schwangerschaftswoche haben wir gelernt, soll man möglichst wegen der Vena Cava nicht auf dem Rücken liegen. Und dann liegt man da plötzlich ewig lang auf dem Rücken und denkt sich, ist das jetzt gut fürs Baby? Also man wird schon, man muss
tief ein- und ausatmen und dann die Spritze in den Rücken zu bekommen, die Spinalanästhesie. Mhm. Also das ist schon, man sollte sich da definitiv mental darauf vorbereiten. Du musst super stillhalten und bist aber gleichzeitig nervös, fängst an zu zittern, weil es kalt dann dir die Beine runterläuft. Aber ich möchte jetzt niemandem Angst machen, weil tatsächlich fand ich es wirklich nicht so schlimm. Mhm. Und man merkt auch das Ruckeln im Bauch, das Empfinden, ich weiß, dass viele Frauen das sehr traumatisch empfinden können. Ich fand das nicht so. Ich fand sogar eigentlich ganz schön, dass ich ein bisschen mitbekomme, wie das vor sich geht. Also du merkst, dass irgendwas passiert. Du kannst die Gespräche der Ärzte hören. Also man sollte sich vorher auf jeden Fall mental damit ein bisschen beschäftigen. Mhm. Aber was auch, was ich vorhin schon vor unserem Podcast zu Rieke gesagt habe, ist, dass viele andere Menschen einem danach das Gefühl geben möchten oder auch schon davor, dass, Kaiserschnitt. Wenn man dann sagt, mich haben Freunde und Nachbarn gefragt, und wie war die, ja, und wie war die Geburt? Und dann habe ich gesagt, ja, also es war ein Kaiserschnitt und dann, oh. Und das ist schon, also ich fand das sehr traurig, weil, aber so nah ging es nicht an mich. Ich bin da einfach sehr selbstbewusst. Aber ich fand das traurig, dass das nicht als Geburt gesehen wird von manchen Menschen. Weil für mich war das trotzdem die Geburt unseres Sohnes und auch eine spannende Erfahrung. Und ihm geht's gut und mir geht's gut. Und ich musste währenddessen nicht keine Angst haben um Herztöne. Und also es, ne, es hat auch Vorteile. Ja. Und irgendwie fand ich das traurig, dass man dann immer dieses Oh bekommt. Ja, das ist ja auch, das, erstmal, was bilden sich andere ein, sich darüber eine Meinung zu machen. Und man weiß ja auch nie, wie die ist die Person gestrickt. Ne? Also ich finde immer, dass man weiß ja gar nicht, was bewirkt man auch mit so einer Aussage bei derjenigen Person. Ne? Und ich meine, bei dir war das ein geplanter Kaiserschnitt. Du hattest dich vielleicht die Jahre davor schon darauf vorbereitet. Ne? Vielleicht warst du, kannst du ja auch gleich nochmal erzählen, ob du trotzdem dann irgendwo eine Enttäuschung verspürt hattest, weil du dich darauf dann anders vorbereitet hast. Aber es gibt ja auch sehr, sehr viele Frauen, wo es sich unter der Geburt dann entscheidet, dass es ein Kaiserschnitt wird. Mhm. Und ich das früher, als ich als Ärztin angefangen hatte, im Kreißsaal zu arbeiten, konnte ich das gar nicht so richtig nachvollziehen, oft, warum die Frauen dann enttäuscht waren, weil ich immer natürlich die medizinische Sichtweise hatte in dem Moment und gedacht habe, na ja, aber das ging ja ums Wohl des Kindes und die Herztöne waren schlecht und wir jetzt haben sie ein gesundes Kind, so. Wo ich dann, als ich dann selber das erste Mal unter Geburt war, mit meinem ersten Sohn und nach, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden, 12 Stunden, 15 Stunden, irgendwann die Entscheidung für, okay, also jetzt versuch mit PDA oder Kaiserschnitt, habe ich wirklich gedacht, boah, ich wäre, glaube ich, auch ganz schön also ja, traurig gewesen, sage ich mal, wenn es dann Kaiserschnitt geworden ist, weil es einfach schon so lang war und weil ich es mir dann auch gewünscht hatte und es einfach eine sehr, auch die letzten Stunden einfach sehr anstrengend waren. Und seitdem bin ich natürlich viel empathischer und kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber naja, ich meine, viele Frauen arbeiten das ja dann auch nach der Geburt auf. Und das ist dann schon auch krass, wenn man so vom Außen, also vom Umfeld, solche Kommentare dann irgendwo auch bekommt. Ne? Also, das ist schon. Also es war ja so, dass er dann 3,6, knapp über 3,6 Kilo wog und einen sehr großen Kopfumfang, also nicht zu groß für ein Baby, aber sehr groß im Vergleich hatte, so dass ich einerseits dachte, es war definitiv die richtige Entscheidung. Wir waren und mein Mann war auch der Meinung, eigentlich so die nähere, der nähere, das nähere Umfeld dachte das, aber er war definitiv kleiner als vorher gedacht und deswegen gab es natürlich, es gab schon Momente, wo ich dachte, vielleicht hätte ich es doch probieren können. Vielleicht hätte es ja doch funktioniert, aber das weiß man halt leider nicht. Genau, du weißt es ja nie. Du musst dich vorher entscheiden und dann, ich war einfach froh, dass er gesund war, dass es mir so gut ging. Dass ich keine, also ich hatte eine große Bauch-OP, was nicht zu unterschätzen ist, aber dafür habe ich keinen Dammriss gehabt und keinen Scheidenriss und ich war darüber ziemlich froh auch. Und dass es ihm gut ging.
Ja, und würdest du jetzt sagen, also du hast ja auch gesagt schon, du hast dich, also du glaubst, dass dir auch die mentale Geburtsvorbereitung was gebracht hat für den Kaiserschnitt, würdest du auch sagen, wenn Frauen jetzt von vornherein oder relativ früh auch schon wissen, weil vielleicht das Kind in Beckenendlage liegt oder es sind Mehrlingsgeburten oder warum auch immer es medizinische Gründe gibt oder auch den eigenen Wunsch für einen Kaiserschnitt, der schon sehr früh feststeht, dass es sich trotzdem lohnt, sich mental auf die Geburt vorzubereiten und vielleicht sich auch mit Yoga auf die Geburt vorzubereiten? Ja, also Yoga ist sowieso gut für alles. Also die sind nicht nur die Atemtechniken, die einem helfen, weil es gibt auch Momente danach, wenn das Baby ist vielleicht mal unterkühlt oder es hat bei einer Freundin hatte das Baby Gelbsucht oder da muss man auch tief durchatmen können und bei sich bleiben. Und das Yoga hilft dabei einfach sehr. Das klingt vielleicht sehr spirituell für den manche oder anderen, manche einen oder anderen, aber es ist einfach so. Und ja, dass man irgendwie zu sich und seinen eigenen Entscheidungen so stehen kann. Ich merke immer dieses Thema Mombashing, davon hatten wir es vorhin auch, dass mich das sehr, sehr wenig tangiert, also kaum. Nur von, wenn das ein sehr unmittelbare Umfeld etwas sagen würde über den Kaiserschnitt, dann würde mich das vielleicht treffen, aber sonst nicht. Und ich glaube, dabei hilft Yoga und die mentale Einstellung und sich vorher auch damit auseinanderzusetzen, warum entscheide ich mich dafür, damit man seine Gründe kennt und die auch für sich selbst und die auch begründen kann. Man muss sich nicht rechtfertigen, aber wenn man möchte, dann hätte man Ja, aber vor sich selbst was im vielleicht, ne? Petto, ja. Genau, und auch wenn man sagt, okay, ich habe einfach Angst vor einer natürlichen Geburt, dann vielleicht sich auch der Angst mitzustellen oder die Angst auch mal zu hinterfragen und sich zu gucken, woher kommt eigentlich diese Angst? Und vielleicht kann man die Angst ja auch auflösen. Ja, vielleicht Ja. gibt es ja auch Wege und eine ganz andere Angst steckt eigentlich dahinter. Ja, ist ja oft auch was, was man gar nicht denkt. Vielleicht auch Dinge, die man aus der Kindheit schon mitgebracht hat, die eigentlich diese Angst hervorrufen. Und vielleicht ist es ja auch möglich, diese Angst aufzulösen, weil es ja oft auch, wenn das eben nicht Dinge sind, die einem akut jetzt passieren, sondern vielleicht Ängste, die schon sehr, sehr lange vorherrschen, ja auch einen immer wieder einholen können. Ne? Wie gesagt, auch nach der Geburt, also auch im weiteren Leben natürlich und man immer was davon hat, wenn man mental sich stärkt, ja, egal Genau. für was dann auch. Ne? Und du hast ja gesagt, deine Schwangerschaft war auch so schön und so komplikationslos und dir ging es immer gut, du warst fit. Glaubst du auch, dass Yoga dich dahingehend positiv beeinflusst hat, dass du durch Yoga vielleicht auch beschwerdefrei durch die Schwangerschaft gegangen bist? Ja, man weiß es nicht, ne? Aber klar, ich glaube daran schon, aber ob das wirklich 100%, vielleicht hatte ich einfach Glück. Ich habe auch manche Sachen nicht so ernst genommen, wenn so viele, manche lesen ja sehr viele Bücher über die Schwangerschaft. Das habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Ich lese sehr viel über Kindererziehung und ich lese, also Kindererziehung in Anführungsstrichen Erziehung, wie man Kinder durchs Leben begleitet. Und ich lese sehr viel, habe sehr viel über die Geburt mich informiert, aber über die Schwangerschaft an sich, das habe ich irgendwie einfach so fließen lassen. Ja, weil der auch gerade auch nicht nur die Atemtechniken oder auch Meditation, sondern ja auch die Asanas eine Genau. Wirkung haben können. Einmal klar bei der natürlichen Geburt, auch wenn sie das Becken, wenn man das Becken mobilisiert oder auch kräftigt oder auch den Beckenboden. Aber was, Auch gegen Beschwerden. Also genau. das sage ich auch den Schwangeren, die bei mir in die Kurse kommen. Da versuche ich bei jeder Asana zu erklären, das kann euch bei dem und dem Problem helfen und das vielleicht etwas lockern oder lösen. Und viele haben ja auch selbst Schulter-Nacken-Probleme, was jetzt gar nichts unbedingt mit der Schwangerschaft zu tun hat, dass man darauf dann den Fokus der Stunde legen kann und das bisschen die Beschwerden lindern kann. Klar, ich weiß, dass nicht jeder Yoga machen kann, weil er sich körperlich vielleicht gar nicht so fit fühlt. Dann helfen vielleicht nur Meditation oder Atemtechniken, aber wenn man fit ist, um Yoga zu machen, kann ich es nur ans Herz legen. Also ich glaube, dass ich mich auch so schnell erholt habe vom Kaiserschnitt, weil ich körperlich sehr fit war und weil mein Körper einfach viele Reserven hatte. Das wollte ich jetzt auch nochmal gerade sagen, weil gerade auch Atemübungen, ich meine, oder auch wenn man den Beckenboden trainiert, ist ja auch was, was einem in der Rückbildung total viel bringt, wenn man schon
einmal zum Beispiel beim Beckenboden natürlich auch weiß, wie kann ich den ansteuern. Mhm. Aber auch bei den Atemübungen ist ja was in der Schwangerschaft aufgrund der Größe der Gebärmutter und des Kindes gar nicht mehr in dem Maße möglich ist, so tief einzuatmen. Ja. Mhm. Aber dass man, wenn man da natürlich das schon übt, auch dieses Zusammenspiel vom Zwerchfell, der Bauchmuskulatur, dem Beckenboden, dass man das ja auch wieder sehr schnell dann erlernen kann und dann zügig wieder ein normales Atemmuster zurückfindet. Ne? Und das ja die ganze Rückbildung irgendwie auch unterstützt. Also ich glaube auch die Körperwahrnehmung und das Körpergefühl ist ein anderes, wenn man Yoga macht, dann kannst du viel mehr in dich reinspüren und weißt vielleicht auch, wo das Problem herkommt und wie du es lösen könntest, wo es dir wirklich wehtut und ob es psychosomatisch ist. Viele, wenn ich Stress habe, dann verspanne ich im Nacken. Ne? Das hat dann vielleicht gar nichts damit zu tun, dass ich falsch am Computer sitze. Ja. Sondern weil das stressbedingt ist. Ja, genauso mit dem Kiefer. Ne? Man presst ja dann auch mal die Zähne zusammen und das hat ja auch Auswirkungen auf den Beckenboden. Und jetzt, wir hatten ja vorhin im Vorgespräch oder als wir da gemütlich auf deinem Balkon saßen, noch kurz hattest du mir erzählt, dass du glaubst, auch man braucht auch ein großes Selbstbewusstsein, wenn man sich für einen geplanten Kaiserschnitt entscheidet, weil man im Vorfeld, wenn man sich dann auch mit Freunden oder Bekannten oder auch vielleicht nicht bekannten Arbeitskollegen über die Geburt austauscht und dann, das ist dir auch nicht immer leicht, viel zu sagen, ich möchte aber einen geplanten Kaiserschnitt. Das war ja dann auch am Anfang der Schwangerschaft, aber da hast du auch nochmal gesagt, dass es dir schwer fiel. Ja, also es ist, wenn man jetzt viel bei Instagram unterwegs ist, weiß man das vor allem oder also sich mit anderen Müttern unterhält, das ist irgendwie, es ist nicht so angesehen, eine Geburt mit einem Kaiserschnitt zu haben. Und vor allem geplanter Kaiserschnitt, da finden dann viele, man hat dem Kind nicht das gegeben, was es hätte haben können. Oder ich weiß nicht, wie sie das für sich, ich versuche das dann auszublenden. Wie ich schon gesagt habe, mich tangiert sowas nicht so sehr. Und deswegen weiß ich, da hilft mir einfach mein Selbstbewusstsein. Ich wusste genau, was meine Gründe sind, warum ich das in Erwägung ziehe. Final wurde mir die Entscheidung fast schon abgenommen, dann kurz vorher, wegen des Verdachts, dass er so groß sei. Und auch danach, wenn du erzählst, dass es ein Kaiserschnitt war, du musst deine Beweggründe kennen und ein gutes Selbstbewusstsein haben, dazu zu stehen. Ja, das ist einfach. Das ist irgendwie angesehener, wenn man 16 Stunden gekämpft hat unter der Natur. Total, ne? Und das wird ja mir auch immer so, oder wird ja oft gerade in den sozialen Medien auch so verkauft, dass man dann vielleicht eine Schwäche zeigt, auch wenn man eine PDA sich wünscht im Kreißsaal oder wenn man Schmerzmittel allgemein sich wünscht und es wird einfach so viel verurteilt und beurteilt. Ja. Dabei wird eigentlich jeder Mensch in seiner eigenen Persönlichkeit und in seiner eigenen Individualität einfach nicht wertgeschätzt. Ja. Und im Endeffekt, das fängt ja dann, sag ich mal, in der Schwangerschaft erst an. Wir hatten es ja vorhin mal so ganz kurz, hast du es auch erwähnt, ne? Und hört ja dann, fängt ja dann mit dem Mama-Sein, sage ich immer, so richtig erst an, ne? Dass man sich dann auch für viele Dinge rechtfertigen muss oder wo viel verurteilt wird. Und das ist eigentlich, also finde ich immer sehr, sehr traurig. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass die Mamas sich untereinander oder wir Mamas, sage ich jetzt mal, sich den Druck dann gegenseitig noch viel mehr steigern, anstatt sich da zu unterstützen. Ja, ja, da kann ich auch, also das, ich merke das auch wieder nur mit meiner Mutter, die ist die Einzige, die sehr nah an mich rankommt, was sowas angeht. Wenn sie was kritisieren würde, dann trifft mich das, aber bei anderen eigentlich nicht. Also da kann ich empfehlen, super viel zu lesen, sich seine eigene Meinung zu bilden und dann genau zu wissen, warum mache ich das so, wie ich es mache und dazu zu stehen. Und ich möchte nur das Beste für mein Kind. Ich wollte nicht, dass seine Schulter bricht bei der Geburt, weil ich das halt gelesen hatte, dass das eventuell passieren könnte. Ich wollte nicht, dass die Herztöne abfallen. Und deswegen habe ich mich zu seinem Wohl und zu unserem gemeinsamen Wohl dazu entschieden. Ich glaube, das muss einem bewusst sein. Schön, ja. Und was würdest du so den Mamas empfehlen, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, sage ich mal, oder sich darüber Gedanken machen oder die vielleicht auch einen geplanten Kaiserschnitt haben aufgrund von anderen Indikationen, worüber wir schon drüber gesprochen haben. Gibt es da irgendwas, was du denen ans Herz legen würdest?
Also ich weiß, es viele Hypnobirthing-Kurse oder Bücher sprechen speziell auch den Kaiserschnitt an. Das war auch in meinem Kurs so, den ich in London gemacht habe. Sie hat auch davon gesprochen, dass das sehr gut ist für Mütter, die einen Kaiserschnitt haben. Zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch gar nicht. Eben vor allem wegen der Atemtechniken, dann der Meditationstechniken, dass du zu dir zurückfindest, weil wenn du auf dem OP-Saal auf dem Rücken liegst und du merkst, wie der Arzt an deinem Bauch rumruckelt, was ich irgendwie spannend fand, aber es kann dir auch Angst machen, dass du lernst, bei dir zu bleiben. Da kann ich das definitiv empfehlen. Und Yoga wegen der körperlichen Fitness, aber auch den Atemtechniken und eben Yoga ist noch viel mehr, wie wir wissen, auch die Einstellung und ja, diese Besonnenheit schon fast irgendwie, dass man denkt, ich schaffe das, egal, Hauptsache am Ende geht es meinem Baby gut. Schön. Und wenn du jetzt, wenn ich dir die Frage stellen darf, wenn du noch ein Kind dir oder wenn du noch mal schwanger werden darfst, sage ich mal, ne, das ist ja immer ein Geschenk, muss man ja so sagen, und du das auch möchtest, und die Diagnose würde nicht gestellt werden mit der Makrosomie, wie sehe so deine Geburt aus? Könntest du dir vorstellen, dass noch dann auch, das ist ja dann auch natürlich noch mal was anderes, nach einem Kaiserschnitt noch normal zu entbinden, ist ja möglich, aber klar, wird man ja auch über noch mal Risiken auch aufgeklärt. Oder würdest du sagen, nee, ich würde noch mal einen zweiten Kaiserschnitt machen? Also ich habe darüber schon nachgedacht und es gibt Momente, wo ich denke, oh, ich hätte schon, also man möchte ja nur diese Erfahrung der magischen Geburt haben. Also ich jedenfalls, ich möchte jetzt keine Geburt mit Komplikationen. Aber wenn mir jetzt jemand erzählt, meine Geburt im Wasser zu Hause und es verlief alles komplikationslos, ja, so eine Geburt möchte ich gerne auch. Aber tatsächlich glaube ich da, dass ich wieder einen Kaiserschnitt machen würde, weil ich die Narbe schon habe. Also das sind jetzt ganz lapidare Gründe leider. Weil ich die Narbe jetzt schon habe und weil ich keine Geburtsverletzung. Also ich hatte einfach auch Angst vor den Langzeitfolgen einer Geburt für mich als Altgebärende oder Ältere, wie heißt das? Noch Altgebärende. Ja. Aber ich finde das auch irgendwie schön, dass du das jetzt sagst, weil auch für alle, die zuhören und denen auch ein Kaiserschnitt bevorsteht, zeigt das ja auch einfach nochmal, dass du die Geburt als was Positives empfunden hast und nicht als was Negatives. Und das kann ja auch Mut machen, den Frauen, die jetzt vor einem Kaiserschnitt stehen, einfach dann auch nochmal zu hören, dass sich jemand auch ganz bewusst nochmal für einen Kaiserschnitt entscheiden würde, ne? Und das finde ich irgendwie auch was Schönes. Ja, es hat definitiv positiv sein. Und dann zum Abschluss eine Frage noch, weil das hast du vorhin so am Rande mal erwähnt, ihr habt euch überraschen lassen. Ich kann auch mal sagen, ich habe ja die Josephine auch in ihrer Schwangerschaft mal betreut, von ärztlicher Sicht, und habe ja auch mal das kleine Wunder schon schallen dürfen. Und wie war das für dich? Wie war das, dich überraschen zu lassen? Ich finde das ja immer total spannend. Ich könnte das nicht, wenn sich Patientinnen überraschen lassen wollen, und bin dann immer mit ein bisschen aufgeregt. Und versuche ja dann auch beim Ultraschall überhaupt nicht drauf zu gucken, damit ich mich ja nicht verspreche. Aber wie war das für dich? Und auch da würdest du das nochmal machen. Ja, das würde ich nochmal machen. Ich fand das mega schön. Wobei ich ja bei dem Ultraschall, dem letzten im Krankenhaus, da ist es so, dass man auf so einer Liege liegt und selbst einen Bildschirm auch hat. Und da habe ich gesehen, dass es ein Junge wird. Also natürlich, ich bin ja keine Ärztin, ich war mir nicht 100% sicher, aber ziemlich sicher. Und da dachte ich dann schon, und ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, dass es ein Junge wird. Ja, das würde ich nochmal so machen. Ich fand das wunderschön und vor allem fand ich so schlimm, dass einen jeder fragt, und was wird's? Und das fand ich immer schön, dass ich dann gesagt habe, ich lasse mich überraschen, ich weiß nicht, was es wird. Es wird ein Baby und ich freu mich einfach drauf und ich würde es nochmal so machen. Ich würde dann hoffen, dass die Ärztin das wieder so gut hinkriegt, weil ich glaube, das ist für die Ärzte auch eine Herausforderung, ja. Ja.
Ja, ich finde das echt, ich finde es immer, ich finde es jetzt auch spannend, wenn du das so erzählst, dass man das echt durchhält. Aber ja, das stimmt, das fragt dann wirklich jeder, ja, was wird's? Und es ist ja, Hauptsache wird's gesund, so plakativ, wie sich das jetzt auch anhört, aber so ist es. Schön, danke, Josefina, dass du das alles so offen und ehrlich mit uns geteilt hast und ja, deine Erfahrungen geschildert hast. Also wirklich ein ganz, ganz großes Dankeschön, ich glaube auch von Seiten der Zuhörerin. Und ja, ich fand Ja, es danke, dass ich da sein durfte. schön. Ja, dann hoffe ich, dass du aus dieser Folge ganz viel für dich mitnehmen konntest, dass du auch dir ja, dich vielleicht auf deinem Weg unterstützt fühlst und vielleicht die Motivation geschöpft hast, doch Yoga auch in der Schwangerschaft auszuprobieren und vielleicht für dich zu entdecken. Und wenn du dich gemeinsam mit uns auf deine Geburt vorbereiten möchtest, wenn du mehr über unser Fünf-Säulen-System der gesunden Schwangerschaft erfahren möchtest, dann kannst du dich gerne über den Link in den Shownotes zu unserer kostenlosen Videoserie anmelden. Dort bekommst du auch jede Menge Freebie-Material zum Download, das du direkt loslegen kannst. Und ja, wenn du mehr über das Thema Yoga in der Schwangerschaft erfahren möchtest, dann folg uns doch auch auf Instagram. Dort kannst du dich auch gerne mit uns austauschen über diese Folge, deine Gedanken, deine Erfahrungen zu dieser Folge mit uns teilen. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf, mit dir in den Austausch zu treten und wünschen dir für deine weitere Schwangerschaft alles Liebe.